Heute werden wir uns einfach mal ein paar Kämpfe von mir anschauen, die ich in den letzten Tagen in der Weltarena gemacht habe. Wie gesagt, noch diese Woche ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen problematisch. Danach sollte es aber auf jeden Fall, hoffe ich, wieder gehen. Sprich auch mit Teambuildings und so. Also ich werde auf jeden Fall Ende der Woche wieder welche annehmen. Ich kann euch einmal ganz kurz zu Herzen legen, mein Guide-Kanal, da kommen jeden zweiten Tag Guides. Schaut gerne mal vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt oder hier wahrscheinlich auch ein paar Mal eingeblendet. Na, wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal vorbeischauen. Da, vor allem die Anfänger, Midgame-Spieler werden da wahrscheinlich am meisten profitieren als die Endgame-Spieler. Aber gut. Schauen wir uns einmal die letzten paar Kämpfe an in der Weltarena, die ich gemacht habe. Ich bin jetzt kurz vor C3. Meine Winrate geht auch wieder hoch, wie man sieht. Ja, ich habe jetzt 40 Siege, und also bei 66 Kämpfen. Natürlich, wo ich krank war, habe ich nicht so viel gekämpft. Ne, da habe ich nicht viel gemacht. Ich glaube, ich hatte jetzt für mich vorgestern gespielt. Ja, vorgestern war das. Da hatte ich ein bisschen gespielt und es lief gut. Aber ich pick auch anders. Und das möchte ich einmal ganz kurz so ein bisschen näher bringen. Da war ja auf diesem Kanal so ein bisschen mehr auf RTA und PvP-Geschehen und so eingehen. Ja, da denke ich mir, kann das hier ganz gut reinpassen. Ich hatte, glaube ich, auch einigermaßen viele Kämpfe gemacht. Lass mich kurz gucken. Ja, ab hier. Ich glaube, ab einem Tag. Ab hier, genau. Gut, wir gehen einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, ja, die 5 Kämpfe durch. Das passt gut, denke ich. Okay, schauen wir uns erstmal kurz das Team an, was ich gepickt habe, weil das gleich in der Dings ein bisschen schwieriger ist, um es euch ein bisschen zu erklären. Wusa mache ich so oder so derzeit First Pick, das ist bei mir schon mehr Standard, außer er wird halt weggepickt und ich habe den First Pick nicht, dann nehme ich keinen Wusa. Warum nehme ich Wusa First Pick? Wusa First Pick ist derzeit ziemlich broken, also Wusa generell ist ziemlich broken. Ist ein solider First Pick. Du kannst so wie spielen, als auch ob spielen, finde ich persönlich mit Wusa. Also du machst nicht so viel verkehrt mit dem Wusa. Chongpong pick ich ganz gerne relativ früh. Ja, ist anfällig für Werde oder bestimmte Counter. Natürlich, ist aber auch okay. Ne? Aber ich pick ihn lieber, als dass er mir wegnimmt. Genommen wird. Danach kam so Beißen. Den Beißen habe ich halt hauptsächlich genommen durch dem, was er gepickt hat. Ja, wenn da jetzt zum Beispiel zu viel Wasser kommt oder so, picke ich nicht unbedingt oder nicht so gerne im Beißen da rein. Aber dadurch, dass in dem Zeitpunkt Moor, Savannah und halt sein Lichtdrache kam, hat er gut reingepasst, allein durch die Control halt. Ne, das ist so ein bisschen CC-lastig, was ich da spiele. Gut, ich habe jetzt keine Sierra gepickt, ich habe Molly gepickt, weil ich gesehen habe, dass er wahrscheinlich Richtung CC-Cleef gehen möchte. Und durch die Savannah, wenn er Glancing kickt etc., passt es ganz gut. Bessere Alternative hier wäre vielleicht auch noch so eine Art Clans gewesen. Ja, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass er mit Bellinus und Bering kommt. So, dann habe ich Gianna gepickt am Ende. Das war nicht mal unbedingt notwendig. Da hätte man auch was anderes picken können. Beispielsweise Juno wäre hier vielleicht auch eine gute Option gewesen. So, jetzt gehen wir einmal rein, weil dann seht ihr auch den Bann und den Bann von ihm. Und zwar, er hat Gianna gebannt, gut, war relativ normal, also war gut für mich. Er hat ihn wahrscheinlich gebannt, weil er auf krass will ist und auch sehr langsam ist. Ich habe jetzt natürlich sein Speedlead gebannt, ne, dass er mich nicht outspeedet etc. Und dadurch bin ich auch ein bisschen schneller, außer der Bering, aber das ist fein, weil der Bering strippt ja. Ja, macht zwar auch ein Silence, was ein bisschen uncool ist. Ich strip mit Chongpong, aber ja, ja, Chongpong strip ist halt nicht das, not the yellow from the egg. Okay, da habt ihr gesehen, das war entweder, war das Non-Crit oder Glance, ich habe es nicht gesehen. Aber ohne den Non-Crit oder Glanz, ich weiß gar nicht, was es war, wäre es jetzt schon kritischer gewesen. Und deswegen habe ich halt lieber die Molly gepickt. Gut, er kommt jetzt halt mit Bellinus dran. Trifft aber gar nichts. Also wirklich nichts. Halt mich den Chongpong nochmal hoch, dafür killt er die Molly. Ist fein. Sleep auf Bellinus war gut. Und jetzt wird's gleich funny. Ja, jetzt wird's gleich funny. Er heilt sich wieder hoch und jetzt gleich. Ja, gut, er hatte den Silence drauf, was ein bisschen uncool ist. Ich will nichts sagen. Aber ab jetzt ist GG. Mehr oder weniger. Ja, er hat... Also Chompon konnte jetzt resetten. Jetzt kommt Bison mit der Control. Wie ihr seht, Triple Stun. Sehr geil. Sleep of Zeratu, glaube ich. Zerat, glaube ich. Ja, ich kill zuerst den Bering, weil das der einzige Strip ist. Von ihm. So, jetzt ist erstmal ein bisschen Flaute. Aber da kommt, seht ihr, was ich meine? Dafür, dass es so shit aussah am Anfang, er hätte mich ja fast one-shotten können mit allem, was er hatte, mit dem Lichtdrachen etc. Und der Chongpong war fast tot und Beißen war fast tot. Nicht aufgeben. Na, seht ihr, was ich meine? Das ist ein gutes Beispiel. Gut, vielleicht der Zerat-Move war nicht so schlau. Er hat damit zwar die Molly gekillt, hat aber dadurch den Chongpong wieder hochgeheilt, so dass er hundertprozentig da durchkommt. Ja gut, war vielleicht nicht ganz so schlau. Gut, gehen wir auf das Team ein. Wieder Wusa First Pick, wie gesagt, das ist so mein Standard First Pick, egal wie. Und ihr seht da einen ganz bestimmten Pick von mir. Das ist Jamaya, komme ich gleich zu. Dann habe ich Juno gespielt. Juno habe ich gegen Bison gespielt und gegen Chongpong so ein bisschen.
Aber Hauptsache gegen Bison. Wobei das auch nicht so gerade der krasseste Counter ist gegen Bison, muss man auch sagen. Dann kommt Jamaya. Ja, warum habe ich Jamaya gepickt? Überlegt mal, warum habe ich jetzt Jamaya gepickt? Ne, das ist noch die Pick-Order. Chongpong, Bison. Mehr sehe ich nicht. Ich habe ihn natürlich wegen Chongpong hauptsächlich gepickt. Warum? Chongpong, also Jamaya ist nicht durch einen Cooldown-Reset, ne, betroffen. Ne, der kann nicht resettet werden. Das war mein erster Gedanke dahinter. Zweiter Gedanke, gut, ist Bison drin. Kann man gegebenenfalls ein bisschen was cleansen mit dem dritten. Und der Schaden von Jamaya ist nicht schlecht. Mein Jamaya ist, by the way, relativ restlastig gebaut. Ist auf 92 Rest. Hab leider die 100 Rest nicht mehr hinbekommen. Und ist auf Speed, Crit, Damage, HP, glaube ich. Genau. Ja. Mein Gedanke war eigentlich in erster Linie dahinter, als ich den gebaut habe, dass er natürlich resistet. Ne, er sollte resisten. Deswegen auch die High Res, dass er am besten Falle nicht gestrippt wird und nicht so hart getroffen wird, etc. Das war mein erster Gedanke. Ihn jetzt auf Damage zu bauen, ist natürlich erstmal so ein bisschen, muss man mal gucken. Vielleicht ist Tanky ein bisschen besser in der Hinsicht, wie ich ihn spielen möchte. Ich benutze ja nicht für den Schaden in erster Linie, sondern in der ersten Linie, dass er resistet, da steht und nicht krass betroffen ist von den Resets, etc. Ja, deswegen der Jamaya. Gut, dann kam ja von ihm Chongpong und Diana. Gut, da habe ich natürlich Molly genommen, wegen Diana hauptsächlich. Und halt, also wegen dem Glancing. Wenn er kickt, ist es gut. Wenn nicht, macht es auch nicht so viel. Und Diana war mein letzter Pick. Diana war eigentlich mehr so mein Pick, weil er kein Speedlead hatte. Ich ging nicht davon aus, dass er schneller ist als ich, wenn ich ein Speedlead nehme. Und wenn er auf Wille ist und Diana den First Turn kriegt, ist es natürlich für mich schon mal ein sehr gutes Zeichen. Gut, gut für mich. Ne? Er hatte keinen Strip außer Chongpong. Eine Option war, ich habe, also dann kam noch die Lulu, ne, die Lulu war halt so ein bisschen der Support, ne, der das Ganze am Leben halten sollte bei ihm. Ich habe Lulu gebannt, das kann ich schon mal sagen, aber ich glaube, der smarteste Pick wäre Chongpong gewesen, weil es der einzige Strip war. So, genau, er hat Gianna gebannt, ich habe Lulu gebannt, wie gesagt, aber ich glaube, Chongpong wäre hier der bessere Bann gewesen, weil es der einzige Strip gewesen wäre. Und ohne diesen Strip von ihm wird er ja nicht groß durch den Wusa kommen. Schon allein nicht mit Jamaya da. Ja, Garni wäre auch noch eine Option gewesen jetzt. Aber ich wollte das mal probieren mit dem Resistance etc. Hat, by the way, nicht so gut funktioniert. Aber seht ihr gleich. So, ich habe Gewille gebufft in der Hoffnung, dass der Chongpong es halt nicht macht. Ich gehe auch zuerst auf Chongpong und ignoriere so ein bisschen Diana. Hat aber einen soliden Strip hingelegt. Muss man auch sagen. Aber er hat nicht geprockt, was gut ist für mich. So, er chillet. Ist ja logisch. Jetzt macht der Bison das. Jamaya hat nichts abbekommen, was gut war für mich. Er geht aber auch hart auf Jamaya. Hat jetzt aber gesehen, ich lasse es. Aber gleich macht er einen Move, was ich überhaupt nicht verstehe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe einen Slow draufgepackt. Das war meine erste, ne, Sache, den Slow zu landen. Er geht jetzt auf Molly. Und die ganze Zeit geht er jetzt auf Molly. Und das verstehe ich nicht. Muss ich sagen. Warum geht er auf Molly? Ich wäre weiterhin auf Jamaya gegangen, muss ich sagen. Weil Jamaya hier der Squishigste ist. Hat er aber auch gesehen. Theoretisch, dass er sehr squishy ist. Aber er brettert auf die Molly wie sonst was. Verstehe ich nicht. Aber egal. Gut, habe er zurückgesetzt, damit ich wieder Wille machen kann. Sein Strip ist jetzt weg. Sprich, da kommt er nicht mehr so leicht durch. Jetzt fokussiere ich mich auf Diana. Und wenn ich mich jetzt auf Diana fokussiere, hat er gar keinen Strip mehr. Und er hat so gesehen keinen richtigen Schein. Der Bison, der macht gar nichts mehr. Der macht absolut nichts mehr. Ja, und das ist halt das Ding. Ja. Hat er auch selber gemerkt. Der wäre da gar nicht mehr durchgekommen. Vor allem nicht, wenn er sich auf Molly fokussiert. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er sich auf Molly fokussiert. Aber egal. Nächstes Team. Da muss man sagen, der hat Auto picken lassen, hat aber selber gespielt. Die anderen haben alle richtig gespielt. Er hatte Auto pick, aber hat selber gespielt. Gut, ich habe wieder mit Wusa Chongpong angefangen. Wie gesagt, damit fange ich derzeit somit am ehesten an. Wahrscheinlich, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann werde ich den Chongpong wahrscheinlich auch weglassen. Oder je nachdem, was der Balance-Patch sagt. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, ihr seht ja, ich habe relativ Standard gepickt, habe jetzt nur die Sierra reingepickt anstatt eine Molly, glaube ich, weil ich wüsste nicht, warum ich hier eine Molly reinpicken sollte, muss ich sagen. Da gibt es, glaube ich, nicht so viel zu erklären. Natürlich habe ich Diana gepickt, wegen Fran und so auch, ne, und auch durch den Stun und durch den Buff. Also der hat sehr relativ viele Buffs gehabt. Also wie gesagt, Picks waren Auto, by the way, nur gespielt hat er selber. Er band
den Bison, ich bann den Shivu. Den Shivu habe ich wegen dem... Ja, also in erster Linie habe ich Shivu gebannt wegen dem Strip, dem Pushback und dem Speedlead. Das waren so meine ersten Gründe, warum. Weil er hat bis auf... Ne, den nicht mal, ne? Der Panda hat, glaube ich, nicht mal einen Strip. Der hat keinen Strip. Ja, da passiert halt auch generell nicht viel. Ich bin schneller mit Gianna, mache einen Full Stun, was auch wieder sehr gut war. Eigentlich wollte ich zuerst auf den Panda gehen, muss ich sagen. Ragdoll wollte ich gar nicht. Aber gut, dann hat sich der Ragdoll halt so angeboten. Wie gesagt, er hat keinen Strip. Fran war resisted, das weiß ich. Gehe dann nochmal safe. Ja, GG. Da passiert dann halt auch nicht mehr so viel. Meine Picks sind wieder sehr Standard. Ja, er hat Sierra First Pick gemacht. Kann ich natürlich keine Sierra Gianna spielen. Der Rest, ja, ist ja Standard, ne? Seht ihr ja. Ich glaube, ich habe das hier gepickt. Ich habe es hier irgendwo gepickt. Hier war Jammer. Ja, hier ist dasselbe Team. Ne, ich spiele so ein bisschen gerade dasselbe Team so ein bisschen durch, weil es einfach so ein bisschen, ja, für mich gerade am angenehmsten ist. So ein bisschen CC, ne? Mit Chongpong und Bison. Ein bisschen Heal und Support mit Wusa und Molly und, ja, gut, und Gianna halt, ne? Aber Gianna picke ich auch nicht immer. Aber gut. Aber meistens wird sie sowieso gebannt, muss man halt auch sagen, ne? Gut, ihr seht ja, wie ich picke. Gründe, da gibt es eigentlich nicht viele. Also Bison habe ich jetzt zum Beispiel auch gut gepickt, weil er sehr viele Windmonster hatte. Er wollte gar nie Hathor spielen. Habe Hathor rausgenommen, weil Hathor, glaube ich, ein bisschen problematischer sein könnte als der Garni. Ja, gibt es nicht viel. Ne? Nicht viel zu beachten, muss ich sagen. Seine Ätna ist halt am schnellsten, ist aber auch abzusehen bei dem Base Speed. Der Monkey nimmt sich die Wille von Bison runter. Stun hinterher. Sieht im ersten Augenblick sehr schlecht aus. Resettet. Finde ich persönlich den falschen. Ich hätte Chongpong resettet. Weil wenn er Bison rauskommt, wenn er Chongpong rauskommt, ist es ein bisschen problematischer als bei dem Bison. Und er hat keinen Strip, was wieder gut ist für mich, by the way. Also er hat einen Single Strip, aber das war's auch. Er ventilatet jetzt die Ätna für den Single Strip auch sehr wahrscheinlich. Chongpong kommt dran und jetzt ist GG. Bison kann nicht gestunt werden. Er überlebt halt safe eine Bombe. Also ich glaube, das weiß jeder. Und ja, ist GG. Also da passiert halt echt nicht mehr viel. Das Einzige, was passieren könnte, ist, wenn der Monkey ausrastet. Aber das war's auch. Ne? Also da passiert halt nichts. So, hier ist was Interessantes. Finde ich persönlich. Ich habe wieder Wusa First Pick gemacht. Dann hat er einen Chongpong gemacht. Okay, kann ich keinen Chongpong spielen. Hab Bison Juno genommen. Also ein bisschen Counter. Und halt, weil es sehr windlastig ist bisher. Dann kam er mit Doppelwasser, mit Barbara und mit Heygang. Dann kam ich mit Diana und Gianna. Sprich, also ich habe die Gianna in den Heygang gepickt. Ich habe Heygang, by the way, kann ich auch schon mal sagen, nicht gebannt. Er hat auch nicht die Gianna gebannt. Er hat die Diana gebannt. War auch, glaube ich, der smarteste Pick-Bann von ihm. Ich habe, glaube ich, wieder Lulu gebannt, weil das der einzige Support war mit Wille, die Stars. Ja, ich hatte Doppelstrip, wäre also auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Wäre vielleicht auch wieder in Chongpong besser gewesen. Aber wir gehen mal rein zu Bann, ne? Also Sierra und so sehe ich jetzt nicht groß als großen Bann-Potenzial, aber was jetzt zum Beispiel auch wieder an Strip angeht. Gut, er hatte Doppelstrip diesmal, ja, mit Heygang und Chongpong. Ja. Aber damit ich halt auch freie Bahn habe, habe ich, glaube ich, auch Lulu gebannt. Also einfach... Safety first. Er macht halt, er hatte wahrscheinlich den First, ja, hat den First Turn etc. Aber da, ja, resettet, glaube ich, Bison. Nee, hat widerstanden. Ja, Juno Reset ist jetzt nicht gerade die Yellow from the Egg und die wichtigsten, sage ich mal, haben Wille. Er will den Bison als schnellstes wegkriegen. Wie man merkt, gibt jetzt die Sierra die Bombe, damit sie jetzt nicht. Also wenn sie jetzt die Bombe macht, ist sie dead. Und das weiß er auch. Macht die trotzdem. So, er will zuerst auf jeden Fall auf Teufel komm raus den Bison weghaben, hat auch geschafft. Mein nächstes Fokus ist der Chongpong, die Barbara, da interessiert mich nicht wenig und der Heygang auch, weil er sowieso nichts zum Strippen hat. Ne? Das ist auch nochmal so ein Grund gewesen, warum ich Molly gebannt habe, weil er sowieso nichts weiter zum Strippen hat und da interessiert mich der Heygang nicht. Ja, der Heygang, klar, er kann ein bisschen nervig werden mit dem Dings, mit dem... mit den Qualstunts, aber gut. Ne? Und ja, das ist eigentlich fast GG. Man muss sagen, ich war jetzt sehr lucky, was Qualstunts angeht. Ja, also die Juno hat die ganze Zeit gequalstunt, er hat jetzt gewonshottet und jetzt ist halt GG. Ja, und da war wieder ein Qualstunt. Ne, also so läuft es gerade bei mir einfach besser, als wenn ich das hier unten spiele. Na, ich glaube, die sieht man gar nicht mehr, oder? Das ist ganz komisch, keine Ahnung. Bei anderen klappt es, wie gesagt, aber bei mir klappt es irgendwie nicht.
so Bruiser-lastig zu spielen. Das wollte ich einfach mal zeigen. Wie gesagt, ich muss ein bisschen die Zeit noch zuschlagen, bis es wieder ein bisschen besser geht. Es geht relativ gut, deswegen denke ich auch, dass ich die Woche mit den Teambuildings weitermachen kann. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.